Künstliche Intelligenz hat die Kulturwelt erobert und macht Dinge möglich, von denen Kunstschaffende in der Vergangenheit nur träumen konnten. Wenn Maschinen schlauer sind als der Mensch, hat die Maschine die Macht. Und wollen wir Menschen den Maschinen die Macht überlassen, dass sie über uns verfügen können? Nein, besser nicht, ne? Und so sehe ich das auch. Übernehmen bald Algorithmen die Arbeit von Kreativen? Werden Künstlerinnen und Künstler bald überflüssig? KI wird Künstler ersetzen, aber das ist nicht unbedingt schlecht. Eine große Chance für die Kunst, aber auch eine akute Gefahr. KI kann gut und schlecht sein, wie jede Technologie. Mit Drohnen kann man Menschen töten oder zum Staunen bringen. Es liegt an uns, was wir damit machen. Kunst aus der Hand einer Maschine? Ada macht es vor und sorgt bei der Biennale 2022 in Venedig für Aufsehen. Als erster humanoider Roboter macht sie eigenständig Kunst. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ihr Schöpfer, der Brite Aidan Meller, hat sie mit einem Team aus Informatikern, Robotikexperten und Designern entwickelt. Die Umgebung nimmt Ada durch Kameras in den Augen wahr. Algorithmen verarbeiten die Informationen und geben Impulse zum Zeichnen. Die Roboterdame bestimmt den Output ihrer Kreationen selbst, ohne menschliches Zutun. Ich glaube, was Menschen an Robotik und künstlicher Intelligenz grundsätzlich interessiert, ist, dass es so wie ein Ebenbild ihrer selbst ist. Es hat so etwas Ähnliches wie eine göttliche Funktion. Ne? Ich erschaffe Intelligenz, ich erschaffe einen anderen Menschen. Und ich glaube, das ist so eine ganz alte menschliche Sehnsucht danach, Gott zu spielen letztlich. Sollen wir sie fürchten oder begrüßen? Hello Robot heißt die Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Thematisiert wird die Faszination an Robotern und künstlicher Intelligenz, kurz KI. Und das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Maschine. Die Österreicherin Amelie Klein hat die Schau, die erfolgreich durch die Welt getourt ist, kuratiert. Technologie hat sich wie eine Farbschicht über alles drüber gelegt, über alles, was in unserer Welt ist. Und das ist einfach ein Fakt. Und das können wir auch nicht mehr zurückholen. Der Genie ist raus aus der Flasche. Und daher müssen wir uns auch immer weiter als Individuen und als Gesellschaft damit auseinandersetzen, wie wollen wir mit diesen Technologien umgehen. Die industrialisierte Welt funktioniert nicht mehr ohne intelligente Maschinen. Das Verhältnis zwischen Mensch und Roboter schwankt jedoch zwischen Utopie und Dystopie. Zwischen der Hoffnung auf eine bessere, technisierte Welt und der Angst vor einer Entmündigung des Menschen. Wir haben hier einen Roboter stehen, der schreibt Manifeste. Seine Arbeit, die ist intellektuell, die kennen wir aus der Politik oder aus der Kunst. Allerdings, dieser Roboter ist dumm wie Brot. Ja? Der kann toll 3 Sprachen, der kann Vokabel, Grammatik, Syntax, aber der versteht nicht, was er schreibt. Kaum ein Phänomen hat die Filmwelt so geprägt wie der Traum von künstlichen Wesen, die uns nicht nur verblüffend ähnlich sehen, sondern auch mit ihren Fähigkeiten weit überlegen sind. Von Metropolis über 2001 und Blade Runner bis hin zu Matrix. In zahlreichen Science-Fiction-Filmen, darunter viele Blockbuster, verarbeiten Filmschaffende die Faszination und Furcht der Menschheit vor Robotern, Androiden und künstlicher Intelligenz. Es gibt viele, viele Beispiele für künstliche Intelligenzen, die über die Populärkultur Eingang in unsere Hirne und Herzen gefunden haben und die auch unser Bild vom Roboter und der künstlichen Intelligenz prägen. Deswegen sind wir immer enttäuscht, wenn wir dann echte künstliche Intelligenzen oder Roboter begegnen, weil die sind meistens überhaupt nicht so cool wie die, die wir kennen aus dem Film oder aus dem Buch. Aber wo liegen die Grenzen zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Kreativität? Gelingt den Maschinen am Ende der Anschlagsversuch auf eines der letzten Mysterien unserer technisierten Welt? Die Fähigkeit, Emotionen zu empfinden und diese in Kunst umzusetzen. Matteo Kries, Direktor des Vitra Design Museums, hat da seine Zweifel. Die Maschine kann keine Emotionen empfinden. Und wenn noch so sehr betont wird, dass wir irgendwann fühlende Maschinen produzieren können, es wird nicht die Emotion eines Menschen sein. Und die Emotion eines Menschen spiegelt sich in jedem guten Kunstwerk wieder, ob das nun ein Gemälde ist, ein Designobjekt oder ein tolles Gebäude.
Das ist ein Faktor, den können wir nicht ersetzen. Aber was können Maschinen lernen und was nicht? Der Künstler Leon Löwentraut gibt gerne Unterricht. Er malt bereits, seit er ein Kind ist. Mit 16 wird er in der Kunstwelt als Wunderkind und Sensation gefeiert und bekommt den Spitznamen Baby Picasso. Er zählt zu den erfolgreichsten deutschen Malern unter 30 und ist bekannt dafür, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. In der Kunst finde ich es unfassbar spannend, dass man auch zwei Komponenten miteinander verbindet. Das ist einerseits die Kunst, das ist andererseits die künstliche Intelligenz. Und um da auch noch mal Kunst auf ein ganz anderes Level zu bringen und mit Kunst neue Wege zu gehen, Kunst noch innovativer zu gestalten und auch mit der Zeit zu gehen. Deshalb nimmt Leon Löwentraut an einer Studie teil, die der Frage nachgeht, was fühlt ein Künstler, wenn er malt? Was geht in seinem Gehirn während des kreativen Schaffensprozesses vor? Die Masterclass des Studiengangs Virtual Design der Hochschule Kaiserslautern misst dafür seine Hirnströme. Das Neurofeedback zeigt, wie er beim Malen in eine Art Trance-Zustand gerät. Wir haben seine Bewegungsdaten erfasst, wir haben seine Gehirnströme erfasst, wir haben die Pinselstriche, die entstanden sind, erfasst. Wir haben Sounds aufgenommen. Alles, was in irgendeiner Welt Zahlen produziert, haben wir erfasst und daraus dann mit Algorithmen Daten entstehen lassen, die dieses Bild visualisieren. Aus den gesammelten Daten ist eine immersive Rauminstallation entwickelt worden. Die Arbeitsweise des Künstlers wird mittels einer interaktiven Oberfläche erfahrbar. So kann haptisch nachvollzogen werden, wie es sich anfühlt, wenn Leon Löwentraut seine Bilder malt. Dieses Nachdenken in diesem kreativen Prozess, wo man dann wirklich ja so expressiv, abstrakt und auch so energetisch da an die Bilder rangeht, wie ich das immer tue, dass das viele Leute unterschätzen, wie anstrengend das eigentlich auch für den Körper ist, wenn ich am Malen bin, jetzt vom Körperlichen her. Und aber auch auf das Gehirn bezogen, dass es echt eine krasse Anstrengung ist, auch für den Kopf da kreativ die ganze Zeit über Stunden da so intensiv zu arbeiten. Anstrengungen und Mühen, die sich der Künstler in der Zukunft sparen könnte. Denn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ist es möglich, aus den gewonnenen Daten der Studie Algorithmen von Leon Löwentrauts Arbeitsweise und Bildsprache zu generieren, die Bilder in seinem Stil hervorbringen könnten. Also es gibt ja Gehirnareale, die bestimmte Kreationen, bestimmte Prozesse abbilden. Da könnte man rein theoretisch Leons Traum interpretieren lassen und daraus am nächsten Tag ein Bild generieren, was er in der Nacht geträumt hätte. Doch nach wie vor entspricht Leon Löwentrauts Arbeitsweise der eines klassischen Malers. Er zeichnet Skizzen oder malt mit Acrylfarbe auf die Leinwand. Ganz ohne Hightech, aber mit viel Hingabe und Leidenschaft. Ob künstliche Intelligenz das genauso oder besser könnte als er? Momentan würde ich behaupten, nein, das geht noch nicht. Aber ich bin sehr zurückhaltend mit den Antworten oder Vermutungen, was in den nächsten Jahren passiert, weil da ist die künstliche Intelligenz absolut auf dem Vormarsch. Und ich glaube, da werden noch sehr, sehr viele Überraschungen in diesem Thema auf uns zukommen. Kunst, geschaffen von künstlicher Intelligenz. Wie kann das aussehen? Ein brandneuer Rembrandt aus dem Rechner. 2016 wird ein neues Gemälde des niederländischen Meisters präsentiert. Erschaffen mit KI. Gefüttert mit Daten aus 346 Rembrandt-Gemälden. Gerechnet von unzähligen Algorithmen, die ein Team aus Programmierern, Werbern, Wissenschaftlern der Technischen Uni Delft und KI-Experten von Microsoft entwickelt haben. Darunter Details wie Proportionen, Farben, Glanz, Licht und Schatten sowie Materialität. Aus 148 Millionen Pixeln entsteht das Porträt eines Herrn zwischen 30 und 40 Jahren. Mit Bart, Hut und Kragen. Mit UV-Tinte von einem 3D-Drucker so aufgetragen, als sei es Öl auf Leinwand. Für Laien ein verblüffendes Ergebnis. Doch ist das wirklich Kunst? Die niederländische Künstlerin Lonneke Gordijn erkundet mit Hilfe von KI das Verhältnis von Mensch, Natur und Technik
Unter Kunst versteht sie etwas anderes. Ich glaube, dass Kunst eine Reflexion der Gesellschaft ist, die Fragen stellt. Und ich glaube, KI kann auch Fragen stellen, aber ergeben diese Fragen Sinn? Ich denke, Kunstschaffende werden KI reflektieren und das wird dann für mich wahre Kunst sein. Das Traurige an der künstlichen Intelligenz ist, dass es ihr an Fertigkeit und somit an Intelligenz fehlt. So der französische Philosoph Jean Baudrillard 1987. Seitdem hat sich viel getan. 2018 kommt erstmals ein KI-generiertes Kunstwerk auf den Markt. Das Gemälde Edmond de Bellamy, gemalt von einem Algorithmus, der mit 15.000 Gemälden aus verschiedenen Epochen gefüttert wurde. Es ist das erste KI-Kunstwerk, das von einem großen Auktionshaus versteigert wird, für rund $433.000. Das französische Kreativkollektiv Obvious kassiert die Summe, liefert den erfundenen Stammbaum der Familie de Bellamy, goldene Rahmen und die algorithmische Formel statt Künstlersignatur. Aber wenn eine Maschine auf Millionen von Bildern trainiert wird, wenn hochentwickelte Algorithmen Kunstwerke erstellen, wem gebührt dann die Anerkennung? Der KI? Dem Programmierer? Oder der Kunst und den Künstlern, die die Daten geliefert haben? Wie Picasso, Rembrandt oder Van Gogh? KI-Kunst wirft viele Fragen auf, nicht nur ethische und rechtliche. Für Vincent Britz, Dozent an der Universität der Künste Berlin, zählt vor allem auch der Künstlermythos hinter dem Bild. Wenn ich ein Bild kaufe und ich weiß, das ist von Basquiat, dann bin ich eher gewillt, dafür viel Geld auszugeben und mir das stundenlang anzuschauen und stelle mir dann vor, wie er das vielleicht in New York gemalt hat, als wenn ich genau dasselbe Bild sehe und aber weiß, das hat nur ein Computeralgorithmus kreiert, weil ich eben nicht nur den reinen Output, also das reine Ergebnis mir anschaue, sondern auch quasi die Geschichte und die Person ein bisschen mitkaufe. Aber was genau kreiert ein Computeralgorithmus? Was kann künstliche Intelligenz? KI ist die Fähigkeit einer Maschine, logisches Denken und Kreativität zu imitieren. Fähigkeiten, zu denen bisher nur Menschen in der Lage waren. Während Roboter oder Maschinen die Hardware darstellen, steht künstliche Intelligenz für die Software, also das Gehirn. Durch maschinelles Lernen kann sich die KI permanent und fast in Echtzeit weiterentwickeln, verbessern und eigenständig Ergebnisse liefern. Grundlage dafür sind eine große Menge an Daten, mit der die KI in Form von Algorithmen von Menschen gefüttert wird. Rechenvorschriften, die einem Computer sagen, was er zu tun hat. Die Technologie bringt ein noch nie dagewesenes Maß an Schnelligkeit, Präzision und Effizienz. Und wie sieht's mit Kreativität aus? Ich glaube, dass künstliche Intelligenz auf absehbare Zeit den emotionalen Aspekt von Kunst und Kreativität nicht ersetzen kann. Aber diese reine Kreativität auch von verschiedenen Kulturen und von verschiedenen Begegnungen mit Menschen und Reisen, das sind ja alles Emotionen, die der Mensch, in diesem Fall ein Künstler, dann auch auf die Leinwand bringt. Deswegen glaube ich nicht, dass die künstliche Intelligenz ganz den menschlichen Künstler ersetzen wird. In der Kunst hat die KI, ähnlich wie ein Kind, mit Kritzeleien begonnen. Der britische Künstler und Informatiker Harold Cohen entwickelt Anfang der 1970er Jahre erstmals eine KI-gesteuerte Zeichenmaschine. Aaron ahmt die Bewegung der menschlichen Hand mit Hilfe eines Roboters nach und malt selbstständig Bilder. Anfangs einfache Formen in Schwarz-Weiß, seit den 1990er Jahren komplexere Motive in Farbe. Über 40 Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 2016 entwickelt Harold Cohen seine Kunst und Technologie immer weiter und wirft die Frage auf: Wenn das, was Aaron macht, keine Kunst ist, was ist es dann? Selbst wenn wir Bilder kreieren können, die super fotorealistisch sind oder die ausschauen wie Van Gogh oder die ausschauen wie andere Werke, die ganz originell und also noch nie dagewesen aussehen, letztlich diskutieren wir damit auch eine Frage, was ist echt, was ist nicht echt und wo fangen wir selbst an mit unserer kreativen Arbeit. Und wie kann künstliche Intelligenz kreativ eingesetzt werden? Im Bereich der Bildbearbeitung und Erzeugung hat KI in den letzten Jahren mit rasendem Tempo Fortschritte bewirkt. Eine Reihe von frei zugänglichen Text-zu-Bild-Systemen wie DALL-E oder Midjourney haben ein kollektives Erdbeben ausgelöst. Noch nie war es einfacher, schneller und günstiger, digitale Bilder zu kreieren.
An der Berliner Universität der Künste stellt Vincent Britz im Seminar Artificial Creativity die neuesten Entwicklungen vor und diskutiert diese gemeinsam mit den Studierenden. Ich glaube, das kann man ein bisschen vergleichen wie damals, als es nur klassische Malerei gab und dann gab es plötzlich die ersten Fotografen und Fotografinnen. Da gab es sicherlich auch Gegenwehr und da wurde gesagt, das ist keine Kunst, das ist ein Foto, das ist ein Plagiat, wie auch immer. Und dann hat sich aber über die nächsten Jahre und Jahrzehnte das auch etabliert, dass man Fotokünstler sein kann. Und ich glaube, ähnlich wird es jetzt mit der künstlichen Intelligenz sein. Historische Filmaufnahmen in Sekundenschnelle koloriert, mit Hilfe von KI. Doch die intelligenten Programme haben ihre Grenzen, wenn es um die Bearbeitung von komplexen Kunstwerken geht. Problematisch wird es, denke ich, wenn es sich um ein künstlerisches Video handelt, bei dem das Gras pink koloriert wurde, weil es eben Filmkunst ist. Dann würde die KI es grün machen, weil das dem Durchschnittswert entspricht. Aufwendige Bildbearbeitungen wie die Gestaltung von Licht und Schatten. Für die neueste Generation KI-basierter Grafikprogramme kein Problem. Was früher Stunden oder Tage brauchte, kann heute in wenigen Sekunden erledigt werden. Es ist natürlich bedrohlich, dass viel mehr Menschen unendlich viele Bilder generieren können und die Bilder, für die ich mir sehr viel Zeit nehme zu generieren, einfach nicht denselben Wert haben. Gleichzeitig sind es aber auch nur Tools und die muss man trotzdem beherrschen und sinnvoll anwenden und in größere Konzepte einbetten. Programme wie DALL-E oder Midjourney haben die Kreativszene auf den Kopf gestellt. Die Funktionsweise der Tools ist so einfach wie beeindruckend. Man gibt einen Text in das Programm ein und die KI spuckt den Befehl als Bild aus. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, auch wenn die künstlerische Qualität manchmal fragwürdig ist. Aus der Künstlerperspektive finde ich das eher befreiend oder befähigend. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten und Werkzeuge, um neue Bildwelten oder neue Dinge zu generieren. Also da sehe ich es mehr als Chance sogar noch. Das ist schon eine spannende Entwicklung, dass man als Gestalter oder Gestalterin dann halt nicht mehr ein Bild zeichnet und überlegt, wie zeichne ich das, sondern dass man überlegt, wie beschreibe ich das am besten, damit der Computer das zeichnen kann. Ja, ist quasi derselbe Job, aber eine ganz andere Herangehensweise. Fotos von Menschen, die es gar nicht gibt. Jedes einzelne Pixel erschaffen von KI, zusammengewürfelt aus Millionen Fotos realer Menschen aus dem Netz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von deinem Facebook-Profil alle Bilder runterlade und ich lade die in eine künstliche Intelligenz rein und sage, bitte kreier mir daraus ein Bild von dir, dann macht die KI nichts anderes, als sich diese Bilder angucken und daraus quasi ein Bild von dir zu generieren, das aber keine Bearbeitung von einem existierenden Bild ist, sondern ist jeder Pixel ist eine eigene Kreation auf Basis der Fotos von dir, aber es ist eine eigene Kreation. Und dann ist natürlich total schwierig zu sagen, wie ist das Persönlichkeitsrecht? Datenschutz, Urheberrecht und ethische Belange sind Themen, die die Studierenden umtreiben. Genauso wie die Frage, ob ihre berufliche Zukunft eventuell in Gefahr ist. Ich kann mit dieser Art von Intelligenz nicht mithalten. Sie wird immer perfekt sein, immer schneller als ich. Auf der anderen Seite ist es unsere Persönlichkeit, unsere Menschlichkeit und unsere Unvollkommenheit, die uns manchmal besser macht als künstliche Intelligenz. Und was ist, wenn künstliche Intelligenzen selbst kreativ werden? Welchen Einfluss hat KI auf uns? Wer bestimmt über wen? Diese Fragen stellt eine Uraufführung der berühmten Semperoper in Dresden 2022. Chasing Waterfalls ist die erste Oper, bei der künstliche Intelligenz Co-Autorin und Co-Komponistin ist und eine virtuelle Stimme zum Einsatz kommt. Die Inszenierung zeigt eindrucksvoll die Möglichkeiten der Technologie. Doch das Gesamtkunstwerk, es bleibt menschengemacht. Momentan verwenden wir hauptsächlich Algorithmen mit jeder Menge Daten, aber wir haben noch die Kontrolle darüber. Ich finde es schwierig, mir eine Situation vorzustellen, in der man die Kontrolle verloren hat, denn für mich geht dann auch der Sinn verloren. Sinnvoll kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Museum sein, wie dem Berliner Bauhausarchiv. Um die umfangreiche Sammlung visuell zugänglich zu machen, hat das Berliner Unternehmen Art & Com KI eingesetzt. Per Touchpad können sich die Museumsbesuchenden durch mehr als 15.000 Bilder navigieren und so regelrecht in das Archiv eintauchen.
AI Sculpting, so nennt das ebenso in Berlin ansässige Studio Onformative das Formen eines 3D-Modells mit Hilfe von KI. Der Prozess wird von Menschen gesteuert, aber nicht das Ergebnis. Die Erkenntnis des Projekts: Die KI lernt schnell dazu, verbessert sich ständig und liefert unvorhersehbare Skulpturen in einer Qualität, die selbst die Macher des Projekts überrascht. Wenn die Computer erst einmal die Kontrolle übernommen haben, bekommen wir sie vielleicht nie mehr zurück. Wenn wir Glück haben, halten sie uns dann als Haustiere. Eine beunruhigende Utopie des KI-Pioniers Marvin Minsky. Ganze Schwärme künstlicher Intelligenzen über dem Gelände der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Lonnecke Hordein und Ralf Nauter vom Studio Drift haben dieses Kunstwerk entwickelt. Hunderte Drohnen, die sich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz immer wieder neu am Himmel formieren und so die natürliche Intelligenz eines Vogelschwarms nachahmen. Die preisgekrönten Arbeiten von Studio Drift faszinieren und begeistern Menschen auf der ganzen Welt. Ortswechsel. Amsterdam, der Sitz von Studio Drift. Das Künstlerduo arbeitet mit einem rund 70-köpfigen Team an der Schnittstelle von Technik und Natur. Aus Pusteblumen, mit LED-Lämpchen versehen, werden komplexe filigrane Lichtskulpturen. Studio Drift macht Kunst, die auf poetische Weise zeigt, was Hightech alles bewegen kann. Also ich glaube, dass klassisch arbeitende Künstler, die malen oder in ihrem Stil Althergebrachtes reflektieren, durch KI ersetzt werden. Aber das finde ich nicht unbedingt schlecht. Denn ich bin der Meinung, dass ein guter Künstler eine neue Vision von Zukunft erschaffen sollte. Auch zum 5-jährigen Jubiläum der Hamburger Elbphilharmonie 2022 liefert Studio Drift ein fliegendes Kunstwerk. 300 Drohnen steigen in den nächtlichen Himmel und bringen Hamburg zum Leuchten. Die Konzeption der Lichtinstallation orientiert sich an der Lage und Architektur des ikonischen Konzerthauses. Doch dann tritt das Worst-Case-Szenario ein. Breaking Waves fällt sprichwörtlich ins Wasser. Ob durch Fremdeinwirkung oder technische Probleme, es kommt zu Abstürzen. Bei der Generalprobe fallen 15 Drohnen ins Wasser, bei der Premiere immerhin 5. Weitere geplante Aufführungen des Lichtspektakels werden zur Sicherheit abgesagt. Eine große Enttäuschung für alle Beteiligten. Alles, was digital ist, kann sich unheimlich schnell entwickeln, weil man sich in der digitalen Welt in einem scheinbar sicheren Raum befindet, wo es nicht wirklich Konsequenzen gibt. Aber in der echten Welt eine Wirkung mit KI zu erzeugen, ist viel schwieriger. Unsere Prozesse sind viel langsamer, weil wir nur physische Arbeiten herstellen, die sicher sein müssen, die gewartet werden müssen und die über einen sehr langen Zeitraum hinweg funktionieren müssen. Aktuell arbeitet Studio Drift im Auftrag von Google Quantum AI an der Visualisierung der Rechenweise eines Quantencomputers. Ein Quantencomputer rechnet millionenfach schneller als ein herkömmlicher PC. Der Grund für seine Geschwindigkeit? Er löst Rechenschritte parallel und nicht nacheinander wie ein normaler Rechner. Vergleichbar mit einem Baum, in dem zahlreiche Prozesse wie Wachstum und Photosynthese gleichzeitig ablaufen. KI ist grenzenlos. Es gibt keine Grenze. Das ist der unheimliche Aspekt, denn wir wissen nicht, wie sich das alles entwickeln wird. Es gibt keine Kontrolle, null. Es ist eine Art Evolution, eine Art neue Lebensform, die wir uns noch nicht vorstellen können. Wie ein Affe, der sich nicht in uns hineinversetzen kann, so ist das mit uns und KI. Im kalifornischen Santa Barbara befindet sich der Sitz von Google Quantum AI. Hochsicherheitsgelände und Brutstätte für die Entwicklung hochsensibler Quantencomputer. Mit ihrer enormen Rechenleistung und Schnelligkeit werden die Megacomputer in Zukunft eine wesentliche Rolle im Bereich der künstlichen Intelligenz spielen. Schon heute können sie Dinge in wenigen Tagen rechnen, wofür ein herkömmlicher PC rund 150.000 Jahre brauchen würde. Es ist ein bisschen wie Schummeln. Die Entwicklung der Menschheit und der Natur dauert Millionen von Jahren. Und es ist so, als ob wir jetzt ein paar Millionen Jahre einfach überspringen. Künstliche Intelligenz. Eine Technologie mit einem unvorhersehbaren Potenzial. Bringt sie uns nach vorn oder vernichtet sie uns? Und welche Rolle wird sie in der Kunst spielen? Bleibt sie ein Werkzeug oder übernimmt sie die Autorenschaft?
Wird irgendwann egal sein, wer oder was ein Kunstwerk erschafft, Mensch oder Maschine? In ein oder zwei Jahren werden wir von einem KI-Kunstwerk überrascht, das so herausragend ist und für einen komplett neuen Kunststil stehen wird. Aber wer interessiert sich noch für Kunst, wenn wir in dieser Welt nicht mehr existieren können, weil die KI uns killt? KI mischt längst mit, auch in der Kunst. Damit sie nicht außer Kontrolle gerät, müssen auch in der Politik Lösungen gefunden und Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das muss Menschenarbeit bleiben. Natürlich könnte ein Roboter das vielleicht sogar besser. Aber will ich das? Nein, das will ich nicht. Ich möchte das, und auch wenn es noch so mangelhaft ist, wir Menschen, ja, ich möchte es trotzdem mit einem anderen Menschen gemeinsam verhandeln und Gesetze verhandeln und Rahmenbedingungen verhandeln, innerhalb derer wir agieren mit Technologie. Eins ist klar, KI ist längst unter uns. Machen wir das Beste draus und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.